Jetzt ist er mit dir. Ja,
Das wird ein bisschen problematisch. Er braucht da zusätzliche Kommandos, um die Verstecke anzulaufen. Die Übung geht dann aus dem befriedigend heraus. Anstellen und verbellen, ganz am Anfang ein relativ leichtes Belästigen. Aber er sollte schon trockvoller durchstellen. Und auch die Bewachung ist zwischendurch mal ein bisschen instabil, sodass sie nur so befriedigend herausgeht. Die anschließende Verhinderung eines Flugversuchs des Helfers hier lässt sich der gut ablegen. Aber bei der Flucht des Helfers selber erwischt er gerade noch so eben das Gelenk von dem Ärmel. Und beim Auslassen geht er dann auch sofort aus dem Arm. Das heißt, da fehlt die komplette Übergangsphase. Die Übung ist befriedigend. Abwehr eines Angriffs aus der Bewachungsphase tut er sich etwas schwer mit dem ersten Anbiss. Lässt sich erst etwas treiben, bis er den Anbiss erwischt. Der Griff danach ist in Ordnung, trennt auch sauber. Aber auch da die Übergangsphase eindeutig zu kurz. Die Übung ist noch gut. Der anschließende Rückentransporter bekommt ja zusätzliche Kommandos, um bei Fuß zu bleiben. Die Übung geht aus dem Grunde aus befriedigend heraus. Beim Überfall auf den Hund aus dem Rückentransporter hat er relativ große Probleme, nochmal in den Arm zu kommen. Ich wollte schon quasi abbrechen, aber dann hat er den Arm noch erwischt. Dann haben wir die Übung auch zu Ende gemacht, er hat auch sauber getrennt. Die Bewachung war auch in Ordnung, aber die Übung geht aus befriedigend heraus. An dieser